Viele Eltern werden diese Alltagssituation kennen. Man ist mit seinem Kind in einem Supermarkt, dreht sich kurz um oder greift etwas aus dem Regal und kaum dreht man sich wieder um, ist das Kind verschwunden. Das ist meistens nur eine Schrecksekunde, weil das Kind nur ans andere Ende des Ganges oder schon zur Kasse gelaufen ist. Aber es gibt einen Fall, in dem das nicht so passiert ist. Catrice Lee verschwindet 1981 in genau dieser Alltagssituation, beim Einkaufen in einem Supermarkt. Und bis heute suchen ihre Eltern nach dem damals 2 Jahre alten Mädchen. Seit nunmehr 40 Jahren. And I was once I was asked a question. How do you maintain hope? And my reply is hope maintains me. Am 28. November 1981 hat Catrice Lee Geburtstag. Sie wird 2 Jahre alt. Das Mädchen wurde in Westdeutschland geboren. Ihre Familie kommt allerdings aus Großbritannien. Erst kurz vor Catrice' Geburtstag ist die Familie Lee nach Paderborn gezogen. Dort ist Vater Richard für die britische Armee stationiert, sowie etwa 80.000 weitere britische Soldaten in Westdeutschland. Mutter Sharon ist ganztags zu Hause und kümmert sich um die Kinder. Catrice hat eine große Schwester namens Natasha, die 7 Jahre alt ist. Um den Geburtstag von Catrice zu feiern, sind in diesem November ihr Onkel und ihre Tante zu Besuch gekommen. Für die Feier am Nachmittag möchte die Familie noch ein paar Besorgungen machen. Catrice' Schwester Natasha bleibt mit dem Onkel zu Hause, um dort alles vorzubereiten. Das Geburtstagskind Catrice, ihre Eltern Richard und Sharon sowie ihre Tante Wendy machen sich auf den Weg zum Supermarkt nach Schloss Neuhaus. Die Familie besucht allerdings kein herkömmliches Geschäft, sondern den Lebensmittelhandel der britischen Navy. Der Navy-Shop in Paderborn ist eigens für in Deutschland stationierte Briten eingerichtet worden. Alle anderen Käufer haben hier keinen Zutritt. Wer keinen Bezug zur britischen Navy hat, kommt nicht rein. Eigentlich, denn es gibt keine Kontrollen. Das Ganze ist eher ein ungeschriebenes Gesetz, das nicht kontinuierlich überprüft wird. Um 10.30 Uhr setzt Vater Richard, Catrice, ihre Mutter und ihre Tante vor dem Naffi-Shop ab. Es ist ein Samstag, deshalb ist es in dem Laden an diesem Vormittag recht voll. Ungefähr 500 Besucher befinden sich in dem Shop. Da Richard keinen Parkplatz findet, beschließt er, im Auto zu warten, während Sharon und Wendy mit Catrice in den Shop gehen. Catrice, ihre Mutter und ihre Tante sind ungefähr 20 Minuten dort. Als die drei schon an der Kasse stehen, fällt Sharon auf, dass sie etwas vergessen hat. Für die Geburtstagsfeier am Nachmittag wollte sie Chips kaufen. Also setzt sie Catrice ab, sodass die Zweijährige mit ihrer Tante an der Kasse warten kann, während Sharon die Chips aus dem Regal um die Ecke holt. Als Sharon nach nicht einmal einer Minute zurückkommt, steht Wendy alleine an der Kasse. Denn Catrice wollte zu ihrer Mutter und ist ihr hinterhergelaufen, als sie um die Ecke verschwunden ist. Aber Catrice ist nie bei Sharon angekommen. Wendy ist genauso verwirrt wie ihre Schwester Sharon. And I suddenly remembered that I'd forgotten the crisps for Catrice's birthday party. I ran back up the aisle, came back to the checkout, and I said to my sister, where's Catrice? And she said she followed you. I went all the way around the Naffy and I couldn't find her. We searched the food hall again, the Naffy clothing hall, and that's when I started getting extremely worried. I was panic stricken actually. Beide haben das zweijährige Mädchen bei der jeweils anderen vermutet. Die Frauen haben Catrice nur wenige Sekunden aus den Augen verloren. Sharon läuft durch den Supermarkt und ruft nach ihrer kleinen Tochter. Das Geschäft ist zwar nicht klein, aber auch nicht so groß, dass ein Kind darin spurlos verschwinden könnte. Aber das ist in dem Fall von Catrice Lee passiert. Sie ist verschwunden. Und bis heute ist sie nicht wieder aufgetaucht.
I eventually found a carport to park in, and I stood by the side of the car. After a length of time, I realised that something wasn't quite right. I went inside. I had no vision of Sharon or Catrice or her sister Wendy. Went in search and found them in the manager's office, and that's when my nightmare of 40 years began. Catrice had gone missing. Das Positive daran, dass der Nuffy-Shop an diesem Tag so voll ist, sind die vielen potenziellen Helfer, die direkt vor Ort sind. Als Richard dazukommt, erfährt er im Büro, dass Catrice unauffindbar ist und kümmert sich sofort um die Suche. Richard erkennt einige Mitglieder seiner Einheit im Supermarkt und erzählt ihnen, dass Catrice weg sei. Also schauen die Soldaten sich gemeinsam nach dem Mädchen um. Leider vergebens. Das zweijährige Mädchen ist wie vom Erdboden verschluckt. Schnell wird klar, dass man ohne die Hilfe der Polizei nicht weiterkommen wird. Unmittelbar nach ihrer Alarmierung sucht die westdeutsche Polizei die Umgebung des Nuffy-Shops nach Catrice ab. Auch das britische Militär, für das Catrice Vater Richard arbeitet, unterstützt die Suche mit Helikoptern. Da das Mädchen auf dem Gelände der Militärbasis verschwunden ist, leitet die britische Militärpolizei das Ermittlungsverfahren. Aber weder die Militärpolizei noch die westdeutschen Einsatzkräfte können Catrice auf der Militärbasis ausfindig machen. Ungefähr 70 Meter hinter dem Supermarkt fließt der Fluss Lippe entlang. Der Fluss wird akribisch von Tauchern abgesucht. Man befürchtet, das Mädchen könnte nach draußen gelaufen und ins Wasser gefallen sein. Doch es gibt kein Indiz dafür, dass Catrice wirklich in die Lippe gestürzt ist. Weder am Ufer noch im Wasser findet sich eine Spur des 2 Jahre alten Mädchens. Dabei wird sogar das Wasser aus dem Flussbett abgepumpt. In einem Interview erwähnt Catrice Vater Richard außerdem, dass Catrice eine regelrechte Phobie vor Wasser gehabt habe. Die Zweijährige habe sich selbst gegen die Badewanne zu Hause gewehrt. Dass sie freiwillig auch nur in die Nähe eines Flusses gegangen sein soll, sei unvorstellbar. Vielleicht ist es für einige von euch genauso unvorstellbar, wie Catrice in einem vollen Supermarkt verschwunden sein soll. Immerhin sollen an diesem Samstag ungefähr 500 Kunden im Nuffy-Shop gewesen sein. Doch eine Polizistin, die in dem Fall ermittelt, erklärt, dass vermutlich genau das der springende Punkt sein könnte. Gerade wenn es so voll ist, ist jeder darauf bedacht, mit seinen eigenen Sachen klarzukommen und achtet nicht auf andere Leute oder gar auf irgendwelche Kinder. Es gibt immer wieder einige vermeintliche Sichtungen der vermissten Catrice. Ob es sich bei den beobachteten Kindern aber wirklich um das verschwundene Mädchen handelt, kann nie ermittelt werden. 8 Tage nach Catrice Verschwinden sieht eine Zeugin ein kleines Kind, das Catrice ähnlich sieht und in Begleitung eines unbekannten Mannes ist. Ein anderer Zeuge sagt, er habe Catrice in einem Fahrradsitz an einer Pferdeweide gesehen. Und auch aus Kempten wird eine Sichtung gemeldet. Leider lässt sich aber keiner dieser Ansätze konkretisieren. 1982 meldet sich ein Postbote aus Osnabrück. Er glaubt, Catrice unmittelbar nach ihrem Verschwinden gesehen zu haben. Der Postbote sagt, er habe ein kleines Mädchen am Rand einer Hauptstraße gesehen. Das Kind sei allein gewesen, deshalb habe er sich Sorgen gemacht. Von einer erwachsenen Person sei weit und breit nichts zu sehen gewesen. Also habe der Postbote das Kind zu einer nahegelegenen Polizeidienststelle gebracht. Als die Paderborner Polizei nachforscht, stellt sich aber heraus, dass es hier um ein anderes Kind ging. Mit der verschwundenen Catrice Lee hatte die Beobachtung des Postboten nichts zu tun. Das Kind, das er an der Hauptstraße gesehen hat, konnte wohlbehalten wieder zu seinen Eltern gebracht werden. Der Fall Catrice Lee wird mit den Jahren leider zu einem Cold Case. Zwar werden die Ermittlungen sowohl im Jahr 2000 als auch 2012 noch einmal aufgenommen, doch beide Male verlaufen die Bemühungen ins Leere. Einige Jahre nach Catrice Verschwinden trennen Richard und Sharon Lee sich. Sie können den Schmerz über ihre verschwundene Tochter nie verarbeiten. 1993 kehren beide unabhängig voneinander nach Großbritannien zurück. Im Zuge der neuen Untersuchung im Jahr 2000 spricht die Ex-Freundin eines Army-Kollegen von Richard mit der Polizei. Sie sagt, ihr damaliger Freund habe ihr gegenüber einmal erzählt, er habe ein Kind getötet. Der Mann wird von der Polizei befragt, bestreitet aber jemals solch eine Aussage getätigt zu haben. Die Hinweisgeberin verstirbt kurze Zeit später, sodass die Spur nicht weiter verfolgt werden kann. Die Polizei vermutet, dass die Frau sich die Geschichte nur ausgedacht hat,
und an ihrer Behauptung nichts dran sei. 2013 wird eine Frau namens Donna Wright zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Sie hat sich auf Facebook als Catrice Lee ausgegeben und hat Kontakt zur Familie aufgenommen. Donna hat zunächst wohl wirklich geglaubt, Catrice zu sein und kontaktierte die Familie Lee deshalb über Social Media. Ein DNA-Test bewies allerdings, dass sie nicht mit der Familie verwandt ist. Dennoch bombardierte Donna Wright die Lees weiterhin mit Nachrichten und ließ die Angehörigen der vermissten Catrice einfach nicht in Ruhe. Donna Wright erhielt eine Gefängnisstrafe von 3 Monaten. Dazu wurde ein Kontaktverbot zu den Lees ausgesprochen. Im September 2019 wird kurzzeitig ein Mann verhaftet. Er ist damals 74 Jahre alt und lebt im britischen Swindon. Nach dortigem Recht darf er aber nur kurz festgehalten werden. Aus Mangel an Beweisen darf er die Untersuchungshaft schnell wieder verlassen. Auch nach seiner Freilassung durchsucht die Polizei noch sein Grundstück. Dabei wird die Terrasse vor dem Haus des Mannes aufgerissen und ein Bodenradar wird eingesetzt. Welche Spur die Polizei zu diesem Mann geführt hat, wird nicht bekannt gegeben. In Medienberichten heißt es, der 74-Jährige sei ebenfalls im Dienst der britischen Army gewesen. Und tatsächlich kennt Catrices Mutter Sharon den Namen des Mannes. Ganz offenbar erhärtet sich der Verdacht gegen ihn aber nicht, denn bis heute wurde niemand für das Verschwinden von Catrice Lee angeklagt. Auch mehr als 40 Jahre später bleibt der Fall ein großes, trauriges Rätsel. Die Polizei hat im Wesentlichen 3 Theorien zu Catrices Schicksal. Die erste: Catrice könnte aus dem Nuffy-Shop herausgelaufen und zum Flussufer der Lippe gerannt sein. Dort ist sie möglicherweise ins Wasser gefallen und ertrunken. Die zweite Theorie: Ein Täter mit Neigungen könnte Catrice beim Einkaufen entführt, sie missbraucht und letztendlich ermordet haben. Und die dritte Theorie: Jemand, der auf natürlichem Wege keine Kinder bekommen kann oder ein Kind verloren hat, könnte Catrice entführt haben, um sie als die eigene Tochter aufzuziehen. Gegen die erste Theorie, wonach Catrice in der Lippe ertrunken sei, spricht einiges. Ihr Vater Richard hat erwähnt, was für eine große Angst das Mädchen vor Wasser hat. Noch dazu hat Catrice ihrer Tante gesagt, sie wolle zu ihrer Mutter laufen. Das Kind hatte also ein klares Ziel und keinen Grund, das Geschäft zu verlassen. Und vor allem war der Shop an diesem Tag nur durch die Hintertür des Ladens zugänglich. Alle anderen Ein- und Ausgänge waren am 28. November 1981 geschlossen. Das 2-jährige Mädchen hätte eine schwere Eingangstür öffnen müssen, um den Shop zu verlassen. Dazu kommt, dass ihr Leichnam und ihre Kleidung nie ans Flussufer gespült wurden. Auch die akribischen Suchaktionen mit Tauchern blieben ohne Erfolg. Dass Catrice wirklich in der Lippe ertrunken ist, ist also eher unwahrscheinlich. But for her to go from the Nuffy and get to the river, she would have had to be a steeplechaser because she had to climb hedges and through brambles to get to that river. Right, okay, so not realistic at all. Not at all. Also bleiben noch die beiden Entführungstheorien. In jedem Fall müsste der Täter eher opportunistisch gehandelt haben. Zudem ist er ein großes Risiko eingegangen, indem er Catrice mitten in einem Supermarkt entführt hat. Immerhin war das Mädchen nur wenige Sekunden unbeobachtet. 2018 führt die Militärpolizei Grabungen an der Alme durch. Die Grabungsaktion wurde durch einen alten Zeugenhinweis angeregt. Jemand hatte zu Protokoll gegeben, an der Stelle beobachtet zu haben, wie ein Mann ein kleines Kind zu einem grünen Auto getragen habe. Ein solches Auto soll zum Zeitpunkt von Catrices Verschwinden auch vor dem Nuffy-Shop gesehen worden sein. Im Vorjahr wurde bereits ein Phantombild des Mannes veröffentlicht. Die Grabung dauert mehrere Wochen und erstreckt sich auf mehr als 200 Meter. Doch die Suche verläuft erfolglos. An der Alme lässt sich keine Spur von Catrice Lee finden. Insbesondere Richard Lee hat der britischen Militärpolizei in den Jahren nach Catrices Verschwinden Vorwürfe gemacht. Er sagt, es habe mehrere schwere Ermittlungsfehler gegeben. Auch Catrices Mutter erzählt in einem Interview, man habe zum Beispiel die Kassiererin des Nuffy-Shops erst 6 Wochen nach Catrices Verschwinden befragt. Zu diesem Zeitpunkt könnte sie alltägliche Einzelheiten, die für den Fall von Bedeutung hätten sein können, natürlich schon längst vergessen haben.
Auch die Militärpolizei selbst gesteht Fehler ein. The Royal Military Police has acknowledged that the original investigation was flawed. The golden hours were missed. There is a road into this complex. The road should have been blocked. They should have took names of every person that was inside of this compound. It took 6 weeks for the girls that were working on the checkout, the day that my daughter disappeared, to be interviewed. And in one case, it took 20 years for one of those members of staff to be interviewed. It took 48 hours for border control points to be informed that my two-year-old child was missing. And it took 24 hours for sniffer dogs to be brought into the NAFI to try and pick up a scent from Catrice. Possibly, I could be a grandfather, and I don't know it. So there is no evidence to say anything else. Richard und Sharon glauben fest daran, dass Catrice noch am Leben ist. Und dass sie vielleicht gar nicht weiß, dass sie einmal entführt wurde und nicht bei ihren richtigen Eltern aufgewachsen ist. Man hofft, dass jemand vielleicht die Gesichter auf den Bildern wiedererkennt und sich bei der Polizei meldet. Die Expertin, die an den Bildern gearbeitet hat, bezeichnet den Fall Catrice Lee als einen ihrer schwierigsten. Denn mit gerade einmal 2 Jahren war Catrice bei ihrem Verschwinden noch extrem jung. Auf Basis ihrer alten Kinderfotos eine möglichst genaue Altersprogression zu entwickeln, ist selbst für die erfahrene Zeichnerin schwierig. Als Referenz hat sie Fotos anderer Familienmitglieder genutzt. One of the things is just how similar Catrice looks to her mum, particularly in the young toddler photos. We've got an image of Catrice, nearly 2, and a similar photo of her mum. They're remarkably similar, so that was useful to use older photos of her mother to then help assess how Catrice would age. For example, some feedback from the family was useful just to alter and define the jaw shape here and to get the right size of those facial features. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war Catrice Lee auf den Tag genau 2 Jahre alt. Sie war gerade einmal ungefähr 85 cm groß, hatte dunkel gelocktes, schulterlanges Haar und ausgeprägte Pausbacken. Sie hatte einen türkisfarbenen Mantel mit Fellbesatz, eine weiße Bluse, rote Gummistiefel und einen grün-blau karierten Rock an. Catrice hat eine Sehschwäche und deshalb ein starres Auge. Außerdem hat sie ein auffälliges Muttermal am unteren Rücken. Catrice' Schwester Natasha wurde mit dem gleichen Sehfehler geboren wie ihre vermisste Schwester. Natasha musste in ihrer Kindheit wegen der Sehschwäche 2-mal operiert werden. Wenn Catrice noch leben sollte, wären wahrscheinlich auch bei ihr entsprechende Operationen nötig gewesen. Deshalb richtet sich der Suchappell der britischen Militärpolizei auch insbesondere an Ärzte, die das Gesicht von Catrice wiedererkennen können. If you believe you may be Catrice or know someone who looks like this, and may have had these operations, then I urge you to come forward and contact the investigation team. Mittlerweile wurden die Ermittlungen im Fall Catrice Lee zurückgefahren. Die britische Militärpolizei wird nur noch neuen vielversprechenden Hinweisen nachgehen, ansonsten wird zum jetzigen Zeitpunkt nichts mehr unternommen, um Catrice zu finden. Ihre Eltern und ihre große Schwester Natasha suchen aber bis heute nach Catrice und haben sie auch nach über 40 Jahren noch nicht aufgegeben. Ich hoffe, mit diesem Video dazu beitragen zu können, dass Catrice Lee nicht in Vergessenheit gerät. Manchmal können Fälle auch nach Jahren oder gar Jahrzehnten noch gelöst werden. Und ich hoffe inständig, dass das auch im Fall Catrice Lee passieren wird. Wenn ihr den Algorithmus für dieses Video ein bisschen anfeuern wollt, hinterlasst gerne einen Like oder einen Kommentar. Wie ihr vielleicht wisst, wird das Video dann eher Personen vorgeschlagen, die Insolito noch nicht kennen. Gerade bei einem vermissten Fall wie diesem hier wäre eine erhöhte Sichtbarkeit hilfreich. Vielen Dank schon einmal im Voraus und auch vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen guten Morgen, Mittag oder Abend oder je nachdem, wann ihr das Video seht und hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Ciao, Leute.